So, da sind wir wieder zurück aus der Pause. Wir hoffen natürlich, dass ihr euch schön was zu trinken, was zu essen Ja. geholt habt fürs letzte Spiel und auch schon ordentlich gehypt seid. Wir haben Schliemann eSport gegen Roter Inferno. Beide Teams, die vorhin gespielt haben und beide gegen Team Riverside Youth's Army verloren haben. Sehr interessant. Wobei, muss man sagen, Schliemann eSport hat sich doch besser geschlagen. Ja. Also die haben doch weniger Kills abgegeben, wurden nicht so gestompt wie das Roter Inferno. Aber ich denke, das Spiel sollte dann doch ausgeglichener sein. Auch ein bisschen länger gehen, würde ich jetzt mal schätzen, so über eine halbe Stunde, weil doch die Elos ziemlich nah beieinander liegen. Also beides bewegen sich so im Goldbereich. Also denke ich mal, da ist es gut, wenn ihr euch was zu essen und zu trinken geholt habt, weil ja, das könnte ein längeres Spiel werden. Genau. Jetzt aber nochmal zur Situation in der Gruppe drin quasi. Wir haben ja die Schulgruppe vorhin schon angesprochen. Mit diesen drei Teams, Team Riverside Youth's Army, Roter Inferno und Schliemann eSport, haben jetzt aber die Situation, dass Team Riverside Youth's Army schon zwei Wins hat. Das heißt, von keinem der beiden Teams mehr eingeholt werden kann. Und somit schon sicher durch ist aus der Gruppe. Also die sind weiter, da kann sich nichts mehr dran ändern. Das Spiel wird jetzt trotzdem noch gespielt. Wir hoffen, dass die Motivation auf jeden Fall noch erhalten ist, noch hoch ist und die beiden noch richtig heiß sind, dieses Spiel halt noch zu gewinnen, weil es doch noch um die Platzierung in der letztendlichen Tabelle geht. Ja, Und auf wie jeden gerade schon Fall. angesprochen von der Elo her, sollte das ein spannendes Spiel, ausgeglichenes Spiel und hoffentlich macht als Customer ein bisschen mehr Spaß als Zuschauer, auch wenn das Geld ein Ja. bisschen länger geht, Ja. da hat man auch mehr Unterhaltungswert. Auf jeden Fall. Ich werde jetzt wahrscheinlich, wir werden mehr Teamfights erwarten, würde ich mal schätzen, Ja. jetzt in dem Game. Weil einfach in Gold, da wird halt mehr gefightet. Auch auf den Lanes wird, denke ich, mehr gefightet. Man könnte gucken, ob vielleicht diesmal wieder, weil im ersten Game waren die Jungler ziemlich aktiv, jetzt gerade wieder relativ wenig. Und mal schauen, ob man jetzt wieder auf diese Early Game Jungler geht, gerade um da Pressure wieder aufzubauen. Oder ob man sich entscheidet, irgendwie safer zu gehen und das Spiel dann eben so langsam aufbaut. Genau, und da können wir mal gucken, wie das läuft. Genau, weil ich gerade im Chat gesehen habe, noch kurz, hat jemand gefragt, welche Schule Team Riverside Youth's Army war. Habe ich gerade im Chat gelesen. Und zwar sind die von der vom Friedrich-Dessauer Gymnasium in Aschaffenburg. Genau. Also, da hast du deine Antwort. Roter Inferno ist von Rot, wie der Name schon sagt. Und das Schliemann, ja, sollte man eigentlich auch kennen, ein Schliemann-Gymnasium. Genau, ich denke, damit sind alle Fragen beantwortet. Falls ihr noch weitere habt, natürlich gerne in den Chat schreiben. Auf jeden Wir Fall, versuchen sie zeitnah zu beantworten, wie ja. gerade. Sorry, wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Aber da hast du auf jeden Fall deine Antwort gekriegt. Ja. Dann müssten beide Teams, also ich denke, beide Teams sind auch schon da, würde ich sagen. Ich denke auch, Ich, ja. dann können wir mal gucken. Vielleicht, wenn es jetzt nur noch um die Platzierung geht, weiß ich nicht, ob beide Teams noch richtig spielen oder vielleicht auch reintrollen, aber ich denke, man wird hier doch richtig nochmal Ich spielen denke auch. und versuchen, ja, die Platzierung in der Gruppe doch noch zu sichern. Ich meine, es ist immer besser, wenn man nicht letzter in der Gruppe war, ganz klar, auch wenn man nicht erster geworden ist. Und ich denke, dass, ja, es wird noch ein spannendes Spiel, schön anzuschauen und ich denke, da haben wir auch als Caster noch ein bisschen Spaß Ich dabei. denke auch. Gerade auch nochmal, was den Motivationsfakt angeht. Es sollten. Also, man hat nicht oft die mehr Möglichkeit, online gegen andere Teams zu spielen. Zumindest nicht so organisiert. Und jetzt müssten wir so gut wie in der Champ Select sein. Ich höre schon den Sound. Fast den Sound. Ist gerade jemand gejoint, ja, das haben wir hier gehört. Wurde dann auch was in Chat geschrieben. Ich denke, das sollte dann bald losgehen. Ich höre hier gerade durch die Regie. Einer ist wieder rausgelieft. Oh. Also bitte drin bleiben. Wir Ja, spielen das auf Spiel jeden Fall. natürlich noch. Auf Keine jeden Fall, Frage. ja. Es müsste wirklich gleich losgehen. Und ich bin wirklich gehypt auf das Game schon den ganzen Tag, weil wir hatten jetzt in den letzten zwei Spielen den deutlichen Elo-Unterschied. Also wirklich deutlichen Elo-Unterschied. Und das ist jetzt wirklich das einzige Spiel, wo wir hier durchschnittliche Gold-Elo haben. High Gold, Low Gold, aber halt Gold. Kein Silber drin. Zumindest nicht als vollständig gemeldeter Spieler, also als spielender Spieler. So, als Substitute haben wir zweimal Silber, aber das ist ja nicht so wichtig. Verspricht wirklich einiges, also. Ich denke auch, das wird anders ablaufen als die anderen Games. Ich denke, da werden beide Teams sich erstmal abtasten, weil beide wissen, diesmal haben sie eine Chance, diesmal können sie was machen und wissen, dass sie halt
keine Ahnung, in der Solo-Queue spielen sie auch gegen so Gegner. Und ich denke, da werden sie jetzt mit, ja, mehr Selbstbewusstsein reingehen. Und wir hören die Champ Select. Und das Bild müsste jeden Moment umspringen. Da sind wir doch schon. Perfekt. Ab in der Champions League. Letztes Game. Nochmal Gas geben. Ich bin gespannt. Was wird der erste Bann sein? Ah, wir sehen hier gerade im Chat, gewöhnlicher Degu, ein Substitute, spielt hier auf der Top Lane. Der ist Silber 2, hat er im Chat angemerkt. Tut Sorry. uns leid, wir wussten nicht, wer spielt, bis gerade eben. Jetzt sehen wir es ja. Jetzt sehen wir es, genau. Dann ist jemand dabei, der Silber 2 ist. Gut, hier haben wir Akali-Ban, Malzahar-Ban. Ja, beide Champs haben wir heute schon gesehen. Ich denke, ja, kann man auf jeden Fall bannen. Ja, gerade Akali ist halt einfach Akali Nocturne-Ban. Die wissen Bescheid. Ja, haben wir heute auch schon gesehen, ne? Genau, haben wir ja. Also die beiden Teams haben wir heute schon ein Spiel gespielt. Die wissen auf jeden Fall, die sind auf jeden Fall warm gespielt. Das ist ja aber relativ wichtig, dass man sich vorher ein bisschen warm spielt, ein bisschen reinkommt in die Mechanics. Und die hatten schon ein Ligaspiel heute, also die sind richtig heiß. Also dementsprechend erwarte ich auch eine ganz gute, ja, eine ganz gute Performance. Raum. War heute auch schon da. Irgendwie. Hatte 100% war er da, also einmal gebannt, einmal gepickt, so wie ich das richtig sehe, und jetzt ist er wieder gebannt, also war er genauso wie die anderen Champs. Also Akali war heute auch einmal gebannt, einmal gepickt, er ist wieder gebannt, Nocturne genauso, und ja, ich denke, man hat sich hier den Stream angeschaut, man weiß, wie die anderen ungefähr spielen, und ja, man versucht jetzt hier noch den letzten zu bannen. Es ist Graves in der letzten Sekunde. Graves haben wir auch schon gesehen, allerdings von Team Riverside, die hier mit einem starken Graves Jungle performt haben. Ja, kann man auch bannen, ist immer ein starker Jungler, also da kann man nichts gegen sagen. Definitiv. Bin ich auf den letzten Bann der ersten Rotation gespannt von Schliemann eSport. Sie lassen sich wieder sehr viel Zeit und es wird der Skarner. Also irgendwie Ja. heute Variationen im Bans nicht so vorhanden, möchte ich jetzt mal behaupten. Ja, Aber gut. ist okay. Soll sie machen, die würden schon wissen, was sie bannen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Alles Champions, die, wenn sie gut ins Game kommen, ordentlich Impact haben. Auf jeden Fall. Jetzt hier noch 3 Sekunden. Irelia. Haben wir heute noch nicht gesehen, tatsächlich. Da ist die Bin ich Variation. gespannt. Ja, da ist die Da Variation ist sie. hier. Irelia ist sehr stark. Kann man Ja. nichts anderes sagen. Seit dem Rework irgendwie dauernd präsent. Sieht man dauernd. Irelia Midlane, Irelia Toplane, kann man alles spielen. Bin ich mal gespannt, wobei ich doch eher denke, dass Irelia Toplane sein wird. Ich denke auch. Weil Irelia Midlane doch. Oh, der Tahm Kench. Tahm das wäre mega cool. Sehr Nice. schön. Okay, Es ist auch Variation. Tahm. Wieder Variation. Vielleicht Genau. kriegen wir hier ein ganzes Team voller Variationen hin. Das wäre doch mal Das. cool. Was wir heute noch nicht gesehen haben. Also 2 Picks haben wir schon mal, die wir heute noch nicht gesehen haben. Jetzt schauen wir mal. Also wir haben auf jeden Fall. Ja, Tahm. Nidalee. Oh, Nidalee! Oh, ich glaube, da Nidalee, freut sich gerade faul. jemand, der zuschaut. Nidalee, der Speer, macht auf Ja. jeden Fall Schaden und sie ist eingeloggt. Ah, apropos Snipes, ne? Da Snipes! wären wir ja Es schon wieder geht beim los. Jetzt Thema. wollen andere Teams wollen auch mal snipen. Ich meine, Kha'Zix hatten wir heute schon. Rakan. Rakan, auch ein neuer Pick. Cool. Ja. Das. Ja. Aber Rakan gegen Tahm? Rakan Also, wenn es Xayah. jetzt ein Tahm-Kench-Botlane sein sollte. Ja. Ja, kann man machen, aber Rakan sei ja super starke Botlane. Ja, genau, aber wir sind jetzt hier schon im Chat. Nidalee Season 8. Ja, kannst du immer spielen. Aurelion. Prinzipiell kannst du spielen, worauf du Bock hast. Ob es klappt, ist die andere Frage, aber wenn du Spaß dabei hast, ist immer gut. Aurelion Sol, wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir vorhin einen Bann gegen genau das Team. Ich Aurelion. glaube schon, ja. Ja, ich denke, bei dem Spiel wird es auch noch mal um Spaß gehen. Weil man kann ja leider nicht mehr ins Finale einziehen hier. Kassadin bannen. Ja, Kassadin ist auch ziemlich eklig zurzeit. Genau. Also, ja. Ja. Schauen wir mal, was hier noch so rauskommt. Genau, ich bin gespannt. Auf Man jeden kann jetzt Fall. hier ADC noch bannen und Toplane. Müsste jetzt noch offen sein, wenn es so ist, wie ich es erwarte, dass Tahm Kench Support, Aurelion Mitte und Nidalee Jungle ist.
nimmt man jetzt hier auch, wie gesagt, einen ADC raus. Kaiser im letzten Spiel absolut stark Ja, gewesen. auf jeden Fall. Also, ja, einfach saustarker ADC momentan, gefällt mir wirklich gut. Ich mag's, ich als Support Main mag's wirklich, mit einer Kaiser zu spielen, weil der Schaden einfach Auf jeden Fall. abnormal, oder? Abnormal gut ist, jetzt habe ich's. Genau. Letzter Bann vom Schliemann E-Sport Team wird Evelyn, eine Eve. deine Frau okay. Der Der Spruch. Spruch, ja, lässt sich drüber streiten, aber Eve hier rausgenommen, genau. Ja, Eve, starker Jungler. Invisible ist es so vom Prinzip wie Charcoal. Du siehst sie nicht und wenn du ihn siehst, bist du tot. Ja, so Das ist ungefähr. so das Prinzip Du von hast noch eine kleine Eve. Warnung, Ja, die hilft dass du dir aber gleich dann auch nicht mehr tot bist, viel. aber Ja. ja, ganz Das ist noch okay so ist ein die ja auch nettes nicht. Feature, weißt du? Ja, Dass genau. sie sagen, pass Von auf, gleich Riot. bist du tot und dann tot. Dachte ich so, Shaco ist schon fast zu unfair, ne? Da müssen wir beim nächsten Jungler müssen wir gucken, dass die wenigstens wissen, dass sie gleich sterben. Ja. Also. Also ja, ich bin gespannt, was Riot dann demnächst raushaut. Oh Wahrscheinlich ja. den sieht man gar nicht mehr, den Champion, der ist Ja, einfach genau. permainvis. Den ziehst du nicht mal, wenn er dich tötet. Ja. Also während er dich tötet, ist er einfach Ist einfach unsichtbar, tot. ja. Einfach tot. Genau. Einfach tot. Verschwindest einfach. Ja. Kommen wir wieder zum Game zurück. Wir haben Tristana Bann auch vom Roter Inferno gesehen. Auch starker ADC, aber ein noch stärkerer meiner Meinung nach wurde gerade gepickt. Es ist nämlich der gute Lucian. Lucian Schaden. Ja. Early Game. Ja. Ja. Apropos Schaden. Kha'Zix. Auf der anderen Seite hatten wir gerade auch. Macht natürlich ordentlich Schaden. Jetzt wird hier mal ordentlich gehovert. Der kann sich anscheinend nicht entscheiden. Nee. Der will zeigen, welche Champions er hat. Ja. Und er pickt dann Lux letzten Endes. Ei. Lux gegen Aurelion. Ja. Kann man machen. Nami wird jetzt auf der anderen Seite gepickt. Nami? Nami, weiß ich nicht, wie die hier reinpassen soll. Vielleicht ist der Time Catch Top Lane. Und Nami dann Support. Oder es wird hier nur ge. Okay, es ist tatsächlich der Time Topcatch Catch Top Lane. Top Lane. Und die Nami Support. Okay. Tahm Kench gegen Irelia. Schauen wir mal, wird doch. Ja, Tahm Kench als Fighter ist auf jeden Fall auch wieder viable. Und sonst Xayah Rakan auf jeden Fall stark. Ja. Aber auch auf der anderen Seite Lucian Nami auch extrem stark. Von daher ziemlich aggressive Lanes, würde ich jetzt mal sagen. Und auf der Midlane wird es ruhig zugehen. Ah, das sind wir wieder. Aurelion gegen Lux. Ja, wird nicht allzu viel passieren. Aurelion wird gucken, dass er irgendwie roamen kann, wahrscheinlich. Ja. Mit seiner E. Das funktioniert ganz gut. Und ja. Dann gucken wir mal. Botlane, Xayah Rakan. Starke Combo, also wirklich sehr, sehr starke Combo. Du gehst halt rein und wenn der Rakan das echt gut macht, ist eigentlich auch Schicht im Schacht. Da. Dann ist wirklich vorbei, weil Xayah steht hinten, haut ihre Federn drauf, zieht es zurück, ist Ja. gestunt. Ja, Ja. vor allem, man hat Das noch die Xayah-Ult-Mechanik. Wenn auf jeden gerade eine Fall. Nami-Wave raufgerollt kommen sollte, drückt die R. Und wenn Ja. es gut macht, kannst du danach E drücken und dann sind die beiden gestunt und dann haben die keinen Spaß mehr. Auf jeden Fall, ja. Also. Genau, mit Lucian, da will man rein. Da Das, will man rein. da bleibt einem keine andere Richtung Das stimmt. als rein. Mit Nami, die hat auch gutes Engage-Potenzial. So eine Bubble, eine Zweimann-Bubble, da kann man gut followen. Definitiv. Oder auf die Wave. Also wenn da so eine Welle, Tsunami-Welle auf dich zugerollt kommt, da kriegst du dann auch doch wieder ein bisschen Angst. Ja. Aber ich denke, als Xayah Rakan sollte man da auch einen guten Disengage haben. Ja, Weil definitiv. der Rakan, der kann einfach zu seinem Schätzelein die ganze Zeit hinspringen, so auf der Will gefühlt. Ja. Und ja, da schauen wir mal, wie das läuft. Ja, das gefällt mir auch an Rakan so toll, die Mechanik. Du kannst, wenn du Level 3 bist, du springst rein mit deiner W, verkackst die W, springst mit deiner E wieder zurück und du bist raus. Du hast ein bisschen Mana verloren, aber ansonsten hast du nichts verloren. Genau. Und gerade mit Xayah ist ja diese spezielle Synergy-Mechanik, dass du einfach eine also deutlich größere Range hast auf deinem E. Also du kannst quasi über die halbe Map gefühlt, kannst zurückspringen zu ihr und bist dann halt einfach safe Ja. und gibst ihr ein Schild. Was in Fights auf jeden Fall entscheidend sein kann. Weil hier gerade im Chat gefragt wird, tippt ihr auf Lucian 05 oder doch eher 010? Ah, ich würde sagen, Lucian hat hier gar keine so schlechten Karten. Also ich denke mal, das wird hier weder der 05 noch der 010 Lucian.
Also ich tippe auf 4-1. 4-1? 4-1. Ich schreibe es mir Okay, auf. wir merken es uns, ja. 4-1 Luschen. 4-1 Luschen. Was ist dein Ja. Call? Schreibe ich auch noch auf. Was call ich? Ich call. Der will rein, der Der geht will rein. 5-2. Der geht Sorry, der geht 5-2. 5-2, genau. Dann schauen wir mal, wer recht hat. Genau. So. Genau. Ja. Mitte hatten wir schon? Hatten wir Ziemlich schon? ruhig, es wird nicht allzu viel passieren. Der Aurelion wird ein bisschen roamen. Die Lux wird auch versuchen, dann mit zu roamen, aber Aurelion hat eben mehr Roam-Potenzial, würde ich sagen, mit seiner E. Der kann da über die ganze Map fliegen. Ja. Und dann sagt er mal zur Botlane Hallo. Oder zur Toplane. Genau. Und Toplane ist ein Fighter-Matchup, also Ja. das kann auf beide Seiten ausgehen. Es Denke wird auch. kein Gekloppe sein, Ja. denke ich mal. Es wird dann eher doch. Ja, so full engaged sein, wenn man mal reingeht. Und da wird auch einer von beiden wahrscheinlich dann drauf gehen. Ja, definitiv. Aber nochmal zurückzukommen auf das Mitte-Matchup. Also ich denke, ja. Ich denke, wenn die Lux, also Lux ist ja relativ simpel. Du machst dein Q, haust, nee, nicht Q, ich weiß nicht, sorry. Du machst deinen Stun, haust deinen Schaden drauf und drückst R. Und wenn der Gegner ADC heißt, dann hieß er für die längste Zeit ADC, weil dann ist der Typ nämlich tot. Ich weiß nicht, ob sie das mit dem Aurelion machen kann. Ich denke nämlich, das sollte eigentlich gar nicht so schlecht klappen, wie du jetzt gesagt hast. Also ich denke, da ist auf jeden Fall ordentlich Schadenpotenzial da Auf von jeden der Fall. Lux. Ja, da können wir mal schauen. Der Cooldown auf Lux Ulti ist dann auch während des Spiels doch ziemlich low, muss man sagen. Also der kann dann auch mal auf eine halbe Minute runtergehen, wo dann der Laser wieder den ADC zerfällt. Aber ich denke, mit Lucian hast du da ganz gute Möglichkeiten, das zu countern irgendwie mit dem Mit Dash. dem Dash, ja. Genau. Und auch Nami ist da zur Stelle. Die Ja. kann auch noch mal healen, notfalls. Und ja. Aber wenn Kam wir Kench uns. kann fressen. Ja, stimmt, natürlich, die Mechanik ist immer stark. Genau. Aber wenn wir uns jetzt nochmal angucken. Tankiness. Tank-Meta war ja eine lange Zeit sehr, sehr dominant. Tanks sind Ja. immer noch nicht schlecht, aber gibt Ja. mittlerweile ein bisschen Besseres. Auf jeden Fall, Wenn wir uns die Teams anschauen, Tank. ja. Also wir haben Tahmkins Top-Lane. Okay, der geht Ja, tanky, aber der geht safe tanky. der wird ein bisschen Fighter. Ich glaube sogar, der geht auf hier auf sein wie heißt es denn? Trinity Force. Trinity, ja, das kann auch sein. Das würde ich. Und dann Aber. noch so ein Starrax? Ja. Aber auf jeden Fall, Würde er ich ihn ist sehen. eine Option, die tanky werden kann. Dann haben wir Nidalee, die wird nicht tanky. Nicht im Normalfall. Nee, die wird. Aurelion, nee. Ja, doch, der wird ein Aber bisschen tanky, aber auch nicht tanky so kann man es voll. auch nicht nennen, Aber also. Lucian Army, gut. Forget it. Nee. Auf der anderen Seite, Irelia. Ja. Die hat immer ein bisschen Grund-Tankiness, aber ist dann auch eher der Fighter, der Bruiser. Ja. Und wird da eher mit ihrem Damage versuchen, da was zu machen, anstatt hier irgendwie Tank zu gehen. Das ist nicht der Sinn von Irelia dann Ja, letzten Endes. klar. Und da haben wir noch Kha'Zix, Lux, Xayah, Ja. Rakan, brauchen wir nicht drüber sprechen. Die gehen nicht tanky. Nee, die wollen jemanden Jetzt, one-shotten. genau, jetzt haben wir Ingame Sound. Ja. Schauen wir mal, ich denke, das wird auf jeden Fall ein sehr fightbezogenes Game werden. Ja. Auch Kha'Zix kann da ordentlich, also er kann die Nidalee doch mal ganz gut raus one-shotten. Andersrum, wenn die den Sniper Ja, auspackt, da. den wir heute schon relativ oft Genau. gesehen haben, dann knallt das auch ordentlich. Oh, Und jetzt da sind wir im sind Game. wir drin, ja. Ja. Diesmal auf den Kindern. Es muss in jedem Game muss es einen Sniper geben. Ich Ja. hoffe, dass es dieses Game die Nidalee wird. Oder die Lux, die könnte auch ordentlich reinsnipen, wenn sie mal will. Definitiv. Also es wird, wie gerade schon im Chat angemerkt, unterschätzt den Niederspeer nicht? Natürlich nicht. Der Schaden ist dumm. Auf Max Das Range ist der einfach dumm. Und gerade da ja, kannst du mit müssen. deinem W, glaube ich, das ranspringen, noch connecten. E. Aber müssten wir den Schaden. Nidalee Main fragen. Ich bin Ah. jetzt auch nicht so der Nidalee-Spieler. Ich setze relativ viel drauf, dass es der W Okay, ist. ja, das kann gut sein. Ja. Jetzt hier aber aggressive Ah, vom Team da wurde hier versucht, doch mal Unter zu Inferno. invaden. Als Genau. erstes Mal von dem Tag hier. Hat man aber gut abgewendet. Ja. Von daher. Alles ruhig. Ja. Item-Builds, nichts Besonderes. Corrupting Potion auf dem Aurelion und auf dem Tahm Kench. Ja, kann man machen. Ich denke, der Aurelion, der wird so ein bisschen Grund-Tankiness doch aufbauen. Damit das eben schwerer ist für die Lux, den zu one-shotten einfach so. Und sonst jetzt erstmal nichts Verwunderliches. So. Dann, ja, wie gesagt, Invade wurde versucht. Nichts geworden. Das macht mir den ruhigen, die ruhige Anfangs-Laning-Phase. Itemtechnisch
Auch nichts Besonderes. Überrascht dich irgendwas? Nee, also es ist nichts Besonderes dabei. Wir schauen jetzt mal. Der Aurelion, der baut hier mit seinem komischen Stern irgendwas, keine Ahnung, baut hier ordentlich Pressure auf, pusht die Wave rein, hat aber nur 4 von 6 CS bekommen. Oh, der Arcan Engage. Ignite ist drauf und das sollte First Blood werden. Sehr schön gemacht. Kann man jetzt hier vielleicht sogar noch den zweiten Kill kriegen? Man pokt ordentlich mit Auto-Attacks, kriegt ihn nicht. Wow, sehr schön gemacht. Man hat hier ist Das hier für den ist Käse gegangen. Den der Käse. Cheese. Da hat es einfach nach Käse gerochen für Da hat die. es einfach nach Käse Und gerochen. die wollten halt rein, ne? Ja. Die wollten ihr saustarkes Level 1 einfach Ja. nutzen. Mit dem Rakan B und der Xayah E. Auf jeden Fall Wahnsinn. Ja, Da sehr kann schön man auf gemacht. jeden Fall. Einfache Combo. Ei. Das ist natürlich eklig. Lilux muss sich immer ein Stückchen zurückziehen, damit sie nicht zu so viel Schaden kriegt. Aber sie kann da, denke ich, mit ihrem Stun Top Lane. gut dagegen halten. Oh, der Tahm Kench hat hier eine gute Situation. Minions um sich. Schlägt den weg. Und die Minions. Der Auto-Attack. Kommt der Auto-Attack noch Junge. durch? Oh, Ei! Erst ei. Die Zunge. gecancelt und dann den sicheren genommen. Ja. Schön gemacht, stark, schön mit Minions gespielt. Tahm Kench Top Lane. Genau, Absolut viable wieder. den Refrag geholt. Steht wieder 1-1. Man hat zwar nicht das Geld rausgekriegt, aber gut. Oh, Botlane wird hier ordentlich getradet. Ja. Also das ist eine ziemlich aggressive Laning Phase. Der Rakan versucht hier dauernd wieder reinzuspringen, noch einen Kill zu holen, damit die Xayah eben noch weiter ahead kommt und Ja. dann eben das Game. Und ja, hier wird sich gestunt gegenseitig auf der Midlane. Aber sonst passiert hier noch nicht allzu viel. Weil man jetzt sagen muss, die Botlane vom Schliemann eSport hat da eigentlich schon fast mit einem Free-Kill gewunken. Ja. Also was ich jetzt so gesehen habe, standen die sehr offensiv, sind direkt für den Farm gegangen, hatten keine Ahnung. Jetzt kann man hier den Gank, Rakan geht rein, Xayah schon kommt raus, Lucian muss flashen, steht jetzt relativ gut. Er kann auch zurück flashen und Xayah flasht offensiv drauf. Kriegt den Autotech vielleicht auf die Nidalee? Nein, Autotech sie nicht. Lucian dasht aggressiv rein. Sehr knapp jetzt hier. Kann sich einen Kill sichern. Oh, und es Oh. geht. 3, 2 für 2 für 2 Ja, aus. 2 für 2. Was Trotz ein des Fall. Nidalee-Ganks. Ja. Schön gespielt eigentlich von Xayah Rakan. Sehr schön gespielt. Schade, dass der Rakan da beide Kills bekommen hat. Aber obwohl den Nidalee hier gegankt hat, hat man da doch 2 für 2 getradet. Erstaunlich eigentlich. Ja. Viele Summoners wurden genutzt. Ja, Und definitiv. ja, Also es war absolut worth. sehr low. Also die Nami und Lucian, glaube ich, waren es beide. Ich habe es nicht mehr genau gesehen. Sie war wirklich, wirklich sehr low. Ich habe mich gewundert, warum Xayah da den Auto-Attack nicht mehr auf die Nidalee gemacht hat. Hast du die gesehen? Die war ultra low. Es wäre ein Auto-Attack gewesen und dann ist der Lucian aggressiv reingedasht und sie ist so offensiv nach vorne geflasht, obwohl sie einfach den Auto-Attack hätte nehmen können. Vielleicht ein bisschen gepanickt in der Situation. Okay. Die sind ja vielleicht ein bisschen anders, als wir es sehen. Kommt halt auf die Situation drauf an, aber gut. Oh, Nidalee ist Top Lane. Passiert nichts. Wir haben hier für die Prognose von dem Lucian schon 1-1. Das wird kritisch für mich, muss Ja, ich sagen. der muss jetzt noch 3 Kills machen, ne? Ja, Da. mindestens. Mindestens. Ja, schauen wir mal. Schau mal, ja. Ich bin ja da komplett neutral. Also. Das ist wieder aggressiver Dash nach vorne. Nutzt Rakan natürlich sofort aus und gibt einen W drauf. Aber ich glaube, Xayah hatte da ihren Q auf Cooldown. Aber natürlich sehr schön gemacht. Auf den Dash gewartet und dann rauf. Ich bin gespannt, auf welches Item hier der Tahm Kench geht, nachdem er hier zwei Longswords gekauft Ja. hat. Also, das ist. Lassen wir uns überraschen. Schauen wir mal. Definitiv. Kenne ich jetzt noch nicht so den Item-Bild, aber. Ja, gut, aus zwei Longswords kannst du jetzt auch nicht viel rauslesen. Aber ja. Ja, was sieht man jetzt zum Unterschied? Vielleicht interessiert es Matthias zum Unterschied zu den vorherigen Games, die ja doch von der Elo her deutlich höher angesiedelt waren. Man sieht, dass die Jungle-Präsenz nicht so da ist. Tahm Kench jetzt hier versucht mit dem Trade. Hat aber gute Minions. Kann jetzt hier ein Auto-Attack und sie sollte wieder tot sein? Nein, Oh, es reicht nicht ganz. Die Q sollte aber. Schlecken Q! Er hat Oh, kein der geht. Flash. Oh! Was war das Der für eine Sniper! Hitbox? Das war doch nicht mehr legit. Das war der Sniper. Der Eieiei. Sniper von diesem Game. Man glaubt Aber es das war nicht. doch jetzt nicht. Das war jetzt keine normale Hitbox. Ah, Also, you das. can't tell me that. Ja, das. Und Nidalee ist wieder Botlane. Diesmal kann man es nicht hören.
Und man kriegt. Oh! Der Autotech auf den Tower! Eieieiei. Oh, da geht sich jetzt gerade jemand definitiv vergraben. Das ist bitter. Das ist bitter. Das auf jeden ist Fall. Richtig belastend. Man hat hier den Doppel-Auto-Attack zur Verfügung. Das wäre der Safe-Kill auf die Xayah. Und dann Auto-Attackt man hier den Tower. Oh, Aurelio, Aurelio geht hier auch nochmal weiter. Ah! Okay, man hat sie hier. Nidalee hat irgendwie den Tower getankt. Man sieht hier jetzt drei Leute hinter dem T1-Turm. Vier Leute. Auch interessant. Ach, die hinter, Lux moved runter. Ja. Arsch. Der Snipe war close. Schauen. Oh, Lux, da musst du aufpassen. Der Flash war ziemlich spät. Ja, die sollte tot sein. Kill geht hoffentlich an Lucian, bitte, bitte, bitte. Nein, er geht nicht an Lucian. 1-1-3, der Junge. Der Tamkinch, der dominiert hier 3-0. Wahnsinn. Der ist echt gut ins Game gekommen. Hab ich jetzt nicht gedacht. Ich auch nicht, tatsächlich. Und der wird hier Base gehen und dann kann er Toplane typieren. Und er kauft sich einen Tiermarz und Tabis. Oh, wird das ein Hydra? Das ist stark. Ja, er muss ein Hydra werden. Das ist stark auf jeden Fall. Ah, also... Ah, schönes Spiel. Natürlich merkt man nicht, dass es, danke für den Clip. Natürlich merkt man nicht, natürlich merkt man jetzt, darf ich endlich mal mit dem Satz anfangen, dass es keine High-Elo ist, das merkt man natürlich. Das ist nicht die starken Rotations von vorhin, aber dennoch hat dieses Spiel jetzt schon einen Unterhaltungswert. Ja, auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall an die Games da vorne dran. Ja, clip it is. Dankeschön. Währenddessen gönnt sich hier der Tamkench den nächsten. Der ist einfach so ein Schlecker, echt. Der sollte jetzt... Da kann er fast die Supermarktkette wieder aufmachen, ja, weißt du? Ja, so viel wie der schlägt, ja, echt. Also das ist Wahnsinn. Echt der Wahnsinn. Der kann sich mal ein Eis kaufen. Ja. ja. Da hat er viel zu schlecken. Da das viel zu schlecken. Trainiert er täglich. Das trainiert er, ja. Jetzt lässt sich hier Lux aber stunnen, aber Counter-Stun. Ja. Ja. Oh, da geht's hier hinterher. Ei, irgendwie das ist halt nicht so spektakulär. Aua, aua, aua. Oh, jetzt kommt die Botlane. Ei. Oh, oh, der Kasix ist da. Oh, und? Tot. Tot. Kriegt den Kill. Ja, vier Leute Mitte. Ja. Eine schöne Rotation tatsächlich. Um hier den Aurelion, der ein bisschen overextended hier für die Lux, abzuholen. Es ist halt grundbelastend, wenn du von dem Aurelion so gechased wirst. Ja. Weil da machst du halt nichts mehr. Du kannst nicht näher an ihn ran, weil dann kriegst du sein Q oder whatever, sein Stun halt in die Fresse. Aber wenn du weiter weg gehst, kriegst du die ganze Zeit seinen scheiß Kreis ins Gesicht. Ja. Und den Kreis kann er, wenn du an ihn rangehst, macht der Kreis einfach kleiner. Ja, okay. Das ist halt einfach. Das ist halt. Hart gab nicht. Ja. Genau. Der Lucian ist ja auf der Botlane. Hätte auch schon 2-1 stehen können. Mach mich nicht unglücklich, Junge. Mach mich nicht unglücklich. Kannst du noch sterben, aber da musst du 4 Kills machen. Nee, Alter. Du stirbst nicht mehr. Egal. auf jeden Fall hat er die Rotation gesehen von Rakan Xayah, hat aufgehört zu pushen. Base gegangen. Jetzt hier auf der Mitte, Lux wird gestunt und die sollte auch tot sein. Barrier ist noch raus, aber das ist die angesprochene Mechanik, da brauchst du nicht davon wegrennen. Du bist halt einfach tot. Ja. Und tot ist jetzt auch der Drake. Ja. Und zwar für den Schliemann E-Sport Team. Ja, 11 Kills nach 10 Minuten. 11 Kills, ja, Mathe ist on fleek. 13 Kills nach 10 Minuten. Man, es wird hier wieder gefightet. Lucian muss ja schauen, dass er rauskommt. Nidalee kriegt den Kill. Kann hier vielleicht noch auf die... Oh, geht er auf die... Ciao! Oh. Au, das Aua. War Schaden, den hatte ich nicht erwartet. Ja. Aber es ist habe ich auch nicht erwartet. Und der Lucian ist jetzt 1-2, heißt deine Prognose ist leider schon fehlgeschlagen. Ich bin schon mal raus. Schauen wir mal, vielleicht macht er jetzt noch seine 4 Kills dann. Na. Der 0-5 ist aber auch schon aus dem Rennen. Also, schauen wir mal, wie es wird, ne? Ja, 0-10 ist auch schon raus. Ja, genau. Also von daher, ciao. So. Ja, wir sind hier im Chat. Jemand versteht nicht, warum der Kha'Zix den Aurelion Sol'Pick nicht punisht, während Dazzle auf der Toplane schon wieder hart weggestellt. Er hat schon wieder 3 Stacks drauf. Und wenn er es gut macht, er hat wieder eine Wave da. Er macht es so... Er macht die Q. Er macht es doch nicht perfekt. Er ist vielleicht doch nicht der Sniper, ja, den wir eben angesprochen haben. Aber er schlägt da ordentlich seinen Weg sich durch die Toplane. Das stimmt. Und wo war ich stehen geblieben? Warum der Kha'Zix die Midlane nicht punisht? Das fragt sich ja einer aus dem Chat. Weil Gold kam die Antwort. Ja, ich kann es dir leider auch nicht beantworten. Nein, Gold ist alles möglich. Tamkench portet jetzt auf die Mitte, schlägt da wieder. Lux Ult kommt raus, Kha'Zix springt rein. Sehr schöner Flash von Aurelion Sol. Ja, auf jeden Fall.
Q geht daneben. Oh, aber er kann halt, er zündet halt sein E und ist halt wieder für ein paar Sekunden wenigstens Half-Life. Der kann versucht. Der kann halt so weit springen, ja, wenn die Xayah in der Nähe ist. Er wäre halt absolut dead gewesen gerade. Die Irelia ist jetzt auch mal auf der Mitte. Es ist halt einfach dumm. Es ist halt. Ja. Wow! Good job. Wenn die Irelia da so blöd rumläuft, dann kann man sie fast nur picken. Jetzt hier der Face-Check. Kha'Zix, ich glaube, der Kha'Zix hat den Kommentar im Chat gehört. Ich glaube auch. Der will da rein. Und man kriegt hier den Kill nicht auf den Aurelion, sondern auf den... Engage auf Botlane. Rakan kann hier schön eine Ulti landen. Kann auch schön wehen. Tankt jetzt die ganze Lucian Ult und knapp Lucian... Xayah lenkt ihn hier ab. Löst ihn hier ab mit dem Tanken, sorry. Oh, das war knapp. Da wäre er fast noch gestorben. Da hat er sich gerade noch schön zurückgezogen. Ja. Aber der Kha'Zix hat sich hier den Kommentar im Chat zu Herzen genommen und da geht er gleich mal rein auf den Aurelion Soul und kriegt sogar die Niederlage mit der Lux zusammen. Ey, die schaut den Stream, Alter. Ja. Die snipen einfach unseren Stream. Ja. Der Lucian hat das bestimmt auch gehört und hat reingeintet, nur damit mein Tipp nicht richtig ist. Genau, jetzt, Lucian, falls du das hörst, ne, nicht mehr reininten. Aber drei Mann schon wieder im Bot. Oh, der soll nicht tot sein. Nein. Rakan Engage geht. Man kriegt den hier nicht. Okay. Okay. Schade. Ja. Oh, Nami Wave kommt. Rakan ist Knockout. Oh. Der Speer trifft, der angesprochene Speer. Wir haben einen neuen Sniper. Ja. Bubble wurde durch die Ult geblockt. Jetzt steht Nidalee hier viel zu offensiv. Wird Platz natürlich durch den Kha'Zix und den Xayah Schaden. 1-1 Trade hier. Ja. Support gegen Jungle. Ja. Das sind hier Engages. Und der nächste Kha'Zix hat wieder im Jungle gechillt. Bubble geht wieder daneben. Lucian extrem low kommt wieder raus. Ja, der will einfach nicht sterben. Der will meinen Tipp noch einhalten. Ja, Alter, bist du befreundet mit dem oder was? Scheiße hier. Nee. Ja. Er gibt hier wirklich sein Bestes, nicht zu sterben. Wahnsinn. Ja, sogar gegen drei Mann. Oh, der Aurelion ist ja auch Bot. Kha'Zix springt hier einfach raus. Der Emote. Ja. Man kennt ihn. Der Tam kennt. Ich glaube, der will wieder schlecken. Ich glaube. Aber was macht denn die Irelia? Warum dasht sie denn aggressiv? Er kriegt wieder Stacks. Der hat wieder drei Stacks auf ihr und wieder eine Wave. Wieder in die Wave. Ja, die sollte definitiv tot sein. Wenn die keinen Flash hat? Nee. Ah, wenn er die Zunge kriegt jetzt trifft? Er kriegt eine Q drauf. Ja, Auto-Tag fressen. Okay, hat der Flash ab? Ich seh's nicht genau. Ich glaube, er hat der Flash ab. Ja, aber ich weiß nicht, ob man da so viel Damage dann tatsächlich zur Verfügung hatte. Wow. Wieder Botlane Kha'Zix. Die Nidalee? Ja. Die jungelt ein bisschen weiter, steht mittlerweile auch schon 4-4. Und Toplane, ja. Die Irelia weiß sich einfach nicht zu helfen. Ich weiß auch nicht, warum sie jedes Mal so offensiv reinspringen. Das hat er jetzt... Ich dachte gerade, er geht für den Flash. Ja, gut. Also Irelia, es tut mir leid. Ja, aber Tam Kench kann auch fressen. Tam Kench... Der hat kann schlecken und fressen. Und wenn er böse ist, frisst er dich einfach auf. Ja. Und dann kommst du da nie wieder raus. Nee. Der Sweet-Joghurt. Ja. Der mampft dich auch weg. Die sind bestimmt verwandt. Ja. Ja. Er ist 13-10. Der Kha'Zix. Der ist es. Der steht 3-0. Der kann dieses Spiel. Und die Xayah auch. Die steht auch nicht schlecht. Der Lucian 1-2. Also Botlane. Ist deutlich, also wirklich jetzt nicht deutlich, aber ist ahead, würde ich sagen, vom Roter entfernt. Ja. Man hat hier 0-0 Turrets nach 15 Minuten, da waren die anderen Games schon fast vorbei, also man sieht hier, dass die Elo doch recht ausgeglichen ist. Definitiv. Und man hat hier 10-13 Kills, kein großen Goldvorteil, weder für Dings Roter Inferno, noch für Schliemann eSport. Und jetzt kommt hier ein Fight, die Nidalee geht rein, der Aurelion kommt hinterher, Lux rennt. Botlane wird auch gefightet auf den Lucian. Ja, sie sollte tot sein. Oh! Ei! Der Snipe. Schön. Sehr schön gemacht. Und jetzt rotiert man hier auf die Botlane. Die steht hier im Busch. Der Kha'Zix muss aufpassen, nicht, dass er gesniped wird. Aber hier... Oh, schön, dann geht rein, geht wieder raus. Jetzt steht die Xayah da drin. Sind hier fünf Leute da. Und die catchen hier die Botlane. Schade, aber der Vier-Mann-Stun war da. Schöner Versuch von Xayah, aber gegen 5 gegen 2 machst du einfach nichts. Machst du einfach nichts. Ja. Und jetzt holt man sich hier den T1 Botlane. Dragon ist ab. Den sollte man sich jetzt auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dann ab auf die Toplane. Ja. Tam Kench hat TP, das sollte kein Problem sein. Der müsste eigentlich gleich hinporten, wenn er nicht sogar hinläuft. Ich weiß es nicht. Er portet hin. Und Free Drake. Ja. Erster Turret. Ja. Das war jetzt natürlich ein ganz, ganz wichtiger Fight, weil man hat sich hier den Drachen gesnackt und den First Turret.
Also, das war hier auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ja. Ja. Ei, hast du den Q schon angesehen? Guck dir das an. Er kriegt den Auto-Attack nicht drauf. Er kriegt den Q nochmal drauf. Geht er? Er geht dafür. Er geht. Er muss dafür gehen. Geh für den Auto-Attack, Der mein Mund Junge! öffnet sich und der will da rein. Ja, sie ist tot. Das ist halt. Nee. Da, das ist halt Hydra. Ja. Er hat gerade einfach 2 gedrückt. Oder auf was das Raum hat. Und gönnt sich den nächsten. 6-0 ist der Junge. Ja. Gegen 0-6. Boy. Ja, da wird die Irelia doch von diesem Tahm Kench, Sneaky Pick. Die weiß halt nicht, was man dagegen macht. Ich denke, man spielt jetzt auch nicht allzu oft gegen Tahm Kench Toplane. Obwohl das einfach ziemlich stark ist, meiner Meinung Ja, nach. Also definitiv. sollte man eigentlich öfter sehen, so wie Definitiv. man da jetzt hier sieht, wie der performt eben. Gerade im 1v1 als Bruiser, Tahm Kench. Raka geht hier rein auf den Lucian, der kann sich nicht wehren, der ist sofort down, die Nami Wave kommt noch, aber man geht hier Schön noch gemacht. weiter hinterher. Der Rakan. So, durch die Wave hat er sich gesaved und Kha'Zix wird gewonnen. Durch den Nidalee. Währenddessen? Denke Der ich mir auch. Aurelion ist da, der Rakan. Ja, der springt da einfach mal rein, ne? Aber Aurelion chased die auch. Und währenddessen, Tahm Kench ult auf der Mitte, nützt nichts. Die Xayah kann nichts dagegen machen. Muss es hier raus, welche Kameras gibt, wieder Mitte Nidalee. Wer trifft, springt drauf tot. Es wird hier Botlane. auf jeder Lane gefightet. Das ist der Wahnsinn. Der Krieg fängt an. Ah, Rakan auch noch tot. Double Kill. 7-1 der Junge. Ja. 7-1 Midlane. 6-0 Top-Lane. 7-4 4 Jungle. Nur die Botlane stehen nicht Ja, optimal. aber 2-3. Aber 2-3. Und das heißt, du hast Ja. auch verkackt. Das heißt, sind beide raus. Ja, leider, leider, Wir sind leider. alle 3 raus. Ja, es sind Ja. alle Tipps raus. Der Lucian, der hat mich ein bisschen enttäuscht. Also da hätte ich doch schon den 5-2 erwartet Da hier. hatte ich eigentlich auch was erwartet. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Ist ein gutes Game. Ja. Baron 1,37 sehen wir hier ab. Den kann man auf jeden Fall angehen. Man nimmt sich jetzt hier noch den T2 Botlane. Tahm Kench pusht den T2 Mitte. Ja. Währenddessen Irelia gerade auf der Toplane war. Backgeportet Lucian bei Toplane, genauso wie Nidalee. Und genau. Hat hier jetzt einen soliden Goldlead aufgebaut, auf jeden Fall. Und snackt sich jetzt den Herald, ich wollte es gerade Ja. sagen. Genau. Man hat hier. Man muss aber auch dazu sagen, für den Lucian zur Verteidigung, der Aurelion, der war fast permanent Botlane. Und auch der Kha'Zix war öfter mal Botlane. Und deswegen hat er da seine 2 gegen 2 Lane nicht so gut spielen können. Er war immer Party auf der Botlane. Und ja, wurde da ein paar Mal abgeholt von dem Kha'Zix, der da in den Busch gecampt hat. Genau. Hat definitiv sehr starkes Game von allen Beteiligten des Schliemann Esports Teams. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade stand es noch 10-13, Ja. jetzt steht es 11-22. Stark, absolut stark. Da haben sie auf jeden Fall. Das Schliemann Esports hat hier auf jeden Fall sich einen großen Lead rausgearbeitet. 4 zu 0 Turrets. Von der Zeit haben wir noch gesagt, haben wir noch 0 zu 0 Turrets. Da hat man auf jeden Fall jetzt was gemacht. Und ich denke, man wird hier auch Toplane weiter die Pressure aufrechterhalten können. Jetzt kommt aber Rakan. Die wollen hier unbedingt den Tahm Kench holen. Und der Tahm Kench portet weg. Er kommt sogar noch weg mit seiner Ulti. Sehr stark Schön gemacht. gemacht. Schön gemacht. Er hat da gesehen, dass da 3 Leute kommen und ist einfach weg. Einfach weggeultet. Ja, Ja. der denkt Der sich so, kann nee, einfach alles. da bin ich aber raus, ja? Ja. Ja. Währenddessen wird hier Botlane Vision ein bisschen geklärt. Aber auch wenn man sich jetzt den Farm anschaut, also das sieht man deutliche Unterschiede. Und jetzt hier, ja, Kha'Zix ist einfach tot. Jo. Der Orakan versucht hier nochmal den Engage, nochmal schöne Ulti. Nami Wave kommt zurück, aber Ja. der ist halt einfach Boah. allein. Es ist halt einfach kein Ist Team da. halt in vier Lux Leuten dann, drin. trifft nochmal. Und jetzt versucht man hier noch jemanden zu chasen. Trifft nicht der Xayah. Nidalee-Speer. Oh, Ja. macht der Schaden. Xayah Ult ist raus und sie sollte tot sein. Ja. Counterplay. Kann man sich drüber streiten, ob das vorhanden ist. Ah, Irelia haut hier ordentlich oder Burst. hier! Die lebt noch! Die Starker Heal Nidalee von lebt noch. Nidalee. Sehr starker Heal. Die ist da hinten und die lebt noch. Wahnsinn. Jetzt ist aber hier der nächste in Bedrängnis. Der Lucian, der will hier nochmal. Der war gerade noch übel slow. Ja. Hast du gesehen? Der Nidalee Heal muss es gewesen. Oder Nami Heal. Kann das natürlich auch gewesen sein. Ja, und sein Blade of the Rune King. Das hat ihm auch noch ein bisschen Lifesteal gegeben. Und jetzt geht man hier für den T2 auf der Mitte. Sind 4 Leute da. Genau. Man hat hier ein wesentlich actionreicheres Game. 11 zu 26, da sind schon einige Kills gefallen. Hier ist einiges los. Auf allen Lanes wird dauernd gefightet. Ist natürlich spannend zu kommentieren.
Und ja, hier konnte Schliemann eSports sich einen großen Vorteil erarbeiten. Der Und Speer hat gehittet. Ich hab's der gehört Schmidt. und dann habe ich einen Rakan gesehen, der fast tot war. Der Herald ist noch da. Der Herald. Dancing Herald, das wäre jetzt Das natürlich der wäre der perfekte perfekte Abschluss des Abschluss, ja. Tages. Der geht Das rein. wäre echt super. Und hier auf der Botlane, Jungler-Duell. Nidalee haut Damage raus. Wahnsinn. One-Shot-Duell. Jo. Es wird kein Dancing Herald, schade. Kriegt man hier vielleicht Ah, noch den der Turn? Kha'Zix, der ist da wohl ein bisschen getiltet. Der ist hier von 3-0 auf 3-4. Der Schöner Kha'. Rakan-Engage mit der Lux Ulti jetzt auf den Tahm-Kench. Versucht es Rakan tot. Und ja. Da hat man einen ordentlichen Lead und da kann Deckt man doch nicht mehr den viel gegen Turret. machen. Ja, gut. Ich wollte gerade schon sagen. Der Speer könnte sitzen. Snipe. Oh, der Snipe. Wir haben einen neuen Sniper Servus. fürs dritte Game und das ist Nidalee. Jawohl. Und das, ja, das sollte es. Also, ich denke, die können es finishen. Ich denke, die Also, sollen es finishen wir können. dürfen drei Sniper heute ehren. Das ist im ersten Game der Urgott, der mit seiner Ulti schön gesniped hat immer. Im zweiten Game war es die Kaiser mit ihren Ws. Ah, Und man ja, farmt jetzt hier das noch ist ab. Ace. 6-3. Und im letzten Game ist es eben die Nidalee. Will man hier finishen? Man könnte auch für den Baron gehen. Ja, Der war natürlich der auch. ist die sichere Variante. Wobei Ja, der Schaden sollte man ist so eigentlich ahead. reichen. Man, ich denke, man kann das hier ganz. Ei, das wäre. Also die Ja. Nidalee? Die Nidalee trifft jetzt gut. Ist hier eingekesselt. Schöne Xayah-Ulti. Stun trifft nochmal. Das ist jetzt hier einfach Base-Gefeite. Man Ja. hält sie weg von den Turrets, damit man sie machen kann. Nächstes ist hier jetzt open. Oh, das ist live. Ja. Close one. Man will hier noch nicht finishen, man will hier noch Spaß haben. Aber Raka geht rein mit der Lux-Ulti. Ja. Und ja. Genau. Genau. Das, Ei, da ist dann doch. Oh, da hat ihn Ja, gerade da. Dinami hartes Clean Game gesaved. Da behält der Tahm Kench noch seine perfekten Stats. Oh man. 6-0-8 ist er aus diesem Game rausgegangen. Man sieht die Mastery Modes. Ei, Ei, der Int. Da wird nochmal reingeintet hier. Und das war's dann auch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Schliemann eSports hat sich damit den zweiten Platz in der Gruppe gesichert. Ja. Tabelle Aufstellung oder Aufstellung. Ergebnis lautet jetzt Team Riverside US Army gegen das nicht gegen. Danach haben wir Schliemann eSports und als letzten Platz haben wir Rote Inferno. Ja. Herzlichen Glückwunsch an alle Teams. Vielen Dank, dass ihr heute mitgespielt habt. Auf War jeden Fall. echt toll. Hat richtig Spaß gemacht zu casten. Auch danke an euch, dass ihr eingeschaltet habt. Das war Definitiv. ziemlich cool, heute zu casten. Wir hatten Hat uns ziemlich Spaß gemacht, auch schöne Chat-Aktivität. Da geht auch nochmal ein Danke raus an euch. ja, definitiv. Genau, waren Und spannende Spiele heute. genau. Hat Spaß gemacht, genau. Denkt auf jeden Fall, ich kann es nicht oft genug sagen, denkt auf jeden Fall daran, 13. Oktober, Tafelhalle Nürnberg, Ja, auf jeden Franken Fall. Finals, schaut vorbei, meldet euch im Internet an, informiert euch im Internet, macht was ihr wollt, aber schaut auf jeden Fall vorbei. Wenn ihr uns nochmal sehen wollt, morgen geht's weiter, 18 Uhr. Selbe Location, selber Link, selber Channel auf dem Twitch. Vielen Dank nochmal und einen schönen Abend wünsche ich euch.